während ihr schon wieder neue Firmenwagen geordert habt und unser Geld verprasst, rennen wir nebenbei zum Zweitjob oder melden uns bei Hartz IV an. Ich bin Therapeutin bei Vivantes. Wir stehen heute hier, weil wir den Streik, den Warnstreik unserer anderen Tochtergesellschaft bei Vivantes und bei der Charité unterstützen. Wir sind in einer Tochtergesellschaft ausgegliedert worden und wir fordern, dass wir rückgeführt werden in die Muttergesellschaft Vivantes, weil die Kollegen, die in der Tochtergesellschaft eingestellt wurden, sehr, sehr viel weniger verdienen als wir, bis zu 1.000 Euro. Die nächste Erklärung. Liebe Charlotte, leider kann ich morgen nicht kommen, wie wir es heute Mittag kurz besprochen haben, wegen Personalnotstand. Während ihr euer Schmierentheater in den Verhandlungen abzieht, ihr seid übrigens schlechte Darsteller, nur der dumme August spielt seine Rolle gut, müssen wir täglich eure Bastardpolitik und persönlichen Launen, eure praxisfernen Entscheidungen und menschliches Fehlverhalten erdulden. Selbst mein zweijähriger Enkel besitzt mehr Erziehung wie ihr. Er ist nicht einmal ansatzweise so zickig und cholerisch, wie wir das von euch gewöhnt sind. Heute ist eine weitere Stufe erklommen. Jetzt sind gemeinsame Aktionen keine Phantasmen mehr. Ab jetzt werden die Ausgeboteten und prekär Beschäftigten öffentlicher Hand gemeinsam in schöner Regelmäßigkeit oder auch Unregelmäßigkeit die Berliner Bevölkerung auf die sozialen Missstände in städtischen Unternehmen aufmerksam machen. Ihr habt keine Ruhe mehr vor uns. Ihr werdet nichts mehr unter den Teppich kehren können. Und das ist ein politischer Kampf, den ihr gerade führt, den wir hier gemeinsam führen. Gerade die Kolleginnen und Kollegen der CFM können sich daran erinnern, vor mittlerweile 11 Jahren hat der damals noch rot-rote Senat ja die CFM ausgelagert. Bei der VSG lief es ja ähnlich. Und jetzt sitzen die gleichen Entscheiderinnen wieder an den Hebeln der Macht. Und heuchlerisch tun sie so, als wenn dieses Mal alles anders werden würde. Aber wie auch schon gesagt wurde, alles anders wird es nicht, es sei denn, wir tun was dagegen. Ja, deswegen ist es großartig, dass ihr heute hier seid, dass wir heute hier zusammen sind und dass wir auch zeigen, dass der Streik, der heute stattfindet, ein Streik ist gegen die Politik des Senats und eine politische Auseinandersetzung ist, um endlich durchzusetzen, dass Berlin im Sinne der Arbeitenden und Beschäftigten regiert wird. Ich bin von Verdi aktiv, von der BVG und unterstütze den Kampf von CFM. Charité und Vivantes. Weil Unterstützung ist heutzutage flächendeckend ganz aktuell. Einerseits Solidarität, andererseits ist auch der Zusammenschluss anderer Gremien, gerade in Arbeitskämpfen, verdammt wichtig. Wir haben unseren Kampf jetzt zum größten Teil geschafft und wollen euch jetzt noch unterstützen in eurem Kampf. Also macht so weiter und ihr werdet es auch schaffen, wie wir. Auch die Studierenden von der Freien Universität sind da. Wir sind hier und haben unsere Solidaritätsbotschaft eben verlesen, dass es auch einen Arbeitskampf bei den studentischen Beschäftigten gibt. Es ist ein politischer Kampf und wir müssen und werden ihn gewinnen, denn sonst hat dieses Land und diese Stadt nichts mehr mit dem Begriff sozial zu tun. Egal welchen Mist ihr da oben gerade wieder ausbrütet, die Zeit des Despotismus ist vorbei, ihr Pfeffersäcke. Wir werden mit allen demokratischen und legalen Mitteln gegen eure Schafschuhe-Politik ankämpfen. Hier stehen keine Schafe mehr, hier stehen hungrige Wölfe. Eure Schafe sind zurzeit freiwillig bei der Schuhe auf Arbeit. Wir grüßen sie mit einem gemeinsamen Bäh!